Herr Schanep, Ja, Shandip. Entschuldigung. Ja, genau. Alle gut. Alex von Forex.db. Alex? Ja, Von Arbeit? genau. Alex von Arbeit? Nein, nicht von Arbeit, sondern die Forex.db, das ist diese Online-Handelsplattform. Entschuldigung, Angeht. Entschuldigung. Meine Kollege fast gleiche Stimme wie deine haben. Ach so, wirklich? Und der Alexander heißen, das ist Entschuldigung. Ja, genau, bin ich auch Nicht böse Alexander. gewesen, nicht böse gewesen, ja? Da bin ich nicht, natürlich. Aber interessant, ja. Ja? Bitte. Steht bei uns, dass sie haben sie sich registriert für Investitionen wegen Bitcoin und Kryptowährungen. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit sie gekommen mit der Entscheidung, ob sie wollen starten und so im Inside. Was haben sie sich entschieden? Weil sie haben schon gesehen in letzter Woche, wie die Preise von Bitcoin sind Ja, einfach ja. 50% nach oben gegangen Genau, und genau. naja, ja. Deswegen wollte ich Und gucken, weil du mit meinem Kumpel reden Abend wegen Bitcoin und wir ein bisschen bei Internet gucken und ich das wollte machen, aber ich nicht verstehen, was muss man machen, wie kann man kaufen, wie kann man Investment machen. Ich habe nicht verstanden. genau. Aber naja, wenn Sie wollen, Sie können das auch bei uns machen. Ja? Ich kann Ihnen helfen, den Account zu aktivieren und der Einzahlung zu machen. Später kriegen Sie noch einen Anruf von Kollegen nach der Einzahlung und das war es eigentlich. Sie können sehen, dass wir sind schon 5 Jahre auf der EU-Market und Oh. wir sind 100% regulierte Plattform. Dass Sie wissen, das ist sehr wichtig, Ja. weil dann Sie haben ja Rechte, können Sie immer auch Geld zurückziehen und so weiter. Bei anderen Plattformen kann passieren einfach, dass Sie können Geld verlieren. Oh Das Gott. wissen Sie schon. Bei Sie kann man keine Geld generieren, das ist sehr gut. Naja, wir sind schon 5 Jahre im Euro-Market, wir haben Regulation. So, wir sind 100% legal Super. und naja, wir dürfen nicht spielen mit diesen Sachen. Ja, Lizenz ja. ist nicht so billig, wissen Sie schon. Ja, keine Ahnung haben. Keine Ahnung haben. Aber man kann ja mal gucken. Weil ich wollte, wenn du bei Twitter und Co. immer nicht nur Bitcoin kommen, sondern Dogecoin kommen. Ich möchte das kaufen. Genau. Wir haben viele verschiedene Optionen bei uns. Auch Ethereum haben Sie auch gesehen, ist jetzt 1600 Preis nach oben Oh, gegangen, den war kenne ich vor ein paar nicht. Wochen. Ich nur Ja. Dogecoin und Bitcoin kennen, wegen Twitter gucken, okay? Ja, genau, verstehe ich. Ja? Also, ich würde Ihnen jetzt E-Mail senden. Dort würden Sie finden einfach den Link von uns auch. Auch ein paar Informationen über uns und ich Ja? weiß nicht, wenn Sie wollen, ich weiß nicht, wenn Sie wollen, wir können jetzt der Konto aktivieren oder Ja, wie Sie ich wollen. bin Ich von weiß Arbeit zu Hause gekommen. Wir können machen. Wir können gucken. wir. Ja, super, nur einen Moment brauche ich. Welches von E-Mail-Adresse Sie haben bei meiner, weil ich sehr viele E-Mail haben. Ach so, Oh. das ist ja Problem, leider, das weiß ich nicht. Weil ich kann nicht sehen, deswegen das sind personelle Informationen So. und ja genau und automatisch durch das System von Firma wird Ihnen jetzt eine E-Mail gesendet und Sie Oh. darf nicht Ihre E-Mails sehen. Ja, okay, Ein dann Moment. muss ich gucken bei meiner Seite, was kann man machen? Ich habe Ihnen jetzt gesendet, aber ich kann ja auch fragen, aber trotzdem darf ich nicht wissen, die Kollegen würden nicht mehr ihre E-Mails senden. Nur einen Moment, Ja, aber ich frage ich jetzt kann ja Kollegen. durchgucken. Ich habe ja mehreren E-Mails. Ja, genau. Nur ein kurzes Moment, bin ich Ja? gleich da.
Hallo? Hallo? So, ja, bin ich da. Ja, sehr gut. Eigentlich am besten war, wenn Sie können mir der E-Mail von. Ich habe schon. Ich habe Ihnen schon eine E-Mail gesendet. Können Sie nachgucken, ob Sie haben das gekriegt bei Ihnen? Ob haben Sie jetzt Bei welchem Konto Zugang? soll man mal gucken? Leider weiß ich nicht, bei welchem Konto haben Sie vielleicht eine oder zwei, die wichtige, welche Sie benutzen? Ja, ich werde gucken, ich werde gucken. Ja, kurz mal. So, wenn Sie können, finden die ersten zwei, drei Mails, welche benutzen Sie? Ich habe, glaube ich, finden. Alexander? Genau. Oh, warte, lass mich gucken. Genau. Super. Ja, ich finden. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? So, jetzt einfach in E-Mail finden Sie ganz unten steht ja www.forex.com. Ja. Haben Sie gesehen? Right, ja. Genau, nur einfach den Link drücken, Sie werden weitergeleitet zum ForexDB. So Forex DB, Kennen Sie right? vielleicht? Genau, ForexDB. Wissen Sie Ihre Zugangsdaten, E-Mail und das Passwort? Muss ich gucken. Passwort kann ich nicht in Erinnerung machen. Das haben Sie recht, das können Sie immer machen. Gerade bei E-Mail gucken, habe ich schon bei Sie ein Mail bekommen, right? Bekommen? Genau, sollte sein. Wann denn? Können Sie gucken? 26. Jänner sollte sein, weil dann haben Sie sich registriert. Nur jetzt will ich überprüfen. 26. Ja, genau. 26. Jänner. Jena? Und dort sollen Sie auch, genau, und dort sollte auch stehen Ihre Benutzname und Passwort. Kann ich nicht finden. So, 26. Ja, weil du Jänner. alle E-Mail bei Mülleimer kommen. Nicht behalten. Das ist ja gleiches E-Mail, was haben Sie jetzt benutzt, ich glaube. Ja, aber deine E-Mail. Ah, da ist die E-Mail. Okay, warte. Ich muss kurz geschreibt machen. Super. Und dann kann man bei deine Dogecoin kaufen, ja? Einen Moment, ja, jetzt würde ich sehen. Ja, genau, ich habe jetzt überprüft, wir haben das via Option auch bei uns. Wie viel Dogecoin bei deiner Firma kann man kaufen? Sie können kaufen, wie viel Sie wollen, natürlich. Ja, sehr gut. Ja, Soll ich ja, natürlich. Einloggung machen? Okay. Da ist Werbung von Disney. Warum deine Seite Werbung von Disney Channel machen? Werbung von Disney. Disney Earning coming Okay. after market close today. Ach so, vielleicht ist nicht Werbung von Disney, sondern nur, was kann ja passieren, wie Prädiktion oder so etwas. Deswegen. Okay. So, ich Ja. Einloggung machen. Was soll man machen? Ja, einfach anloggen, ja. Ja, ich Einloggung machen. Soll ich auf Genau, Live-Chat mit der drücken? E-Mail. Muss sie nicht auf der Leitstelle drücken, nur einen Moment. Die E-Mail eintippen, das Passwort. Ja, ich schon machen. So, haben Sie schon sich eingeloggt, oder? Ja, ich gehe Angemeldet. drauf gucken machen. Right now. So, super. Und jetzt, was sehen Sie ganz rechts oben? Dieses Ah, blaue Knopf, was jetzt? Basic steht ganz oben rechts. Ach so, na, unten da steht ja Aufladung, oder? Da steht Deposit. Genau, Deposit, einfach da drücken. Den Seite auf Englisch. Do you speak English, Madam? Sie können auch auf
Deutsch übersetzen, wenn Sie wollen. No. Sie haben ja ganz links auf dem Forex-DB-Logo. Okay. Nein, war nur eine Frage, weil du deine Seite auf Englisch, vielleicht du auch Englisch reden, wir Englisch reden. War nur eine Frage gewesen, keine Probleme. Yeah, I'm speaking also English, we can speak on English. Wir Deutsche reden, muss ich Deutsch üben. Ich Deutsch. Noch nicht so lange bei Deutschland, muss üben. Muss üben, üben machen. Richtig. Weil du jeden Tag, wenn meine Frau von Arbeit kommt, muss ich Deutschtest machen. Wirklich? Ja, ich zu meiner Frau gesprochen, sagen bei Deutschland, wir kommen 5 Jahre, ich den Sprache perfekt sprechen. Und jetzt 3 Jahre hier gekommen, muss ich viel lernen. Ja, genau. Sie haben ja eine gute Frau. Ja, eine sehr gute Frau. Die mich schlagen mit den Besen, wenn ich kann ich nicht neue Vokabeln, Vokabeln 13 nicht aussprechen, dann kommen die mit den Besen. Nee, da muss Sandeep im Keller schlafen. Wow. Ja. Genau. So, wie weit sind gekommen jetzt? Was sind Sie bei Ihnen? Ich kann da drauf drücken. Mhm, genau. Und was steht jetzt? Fund your Forex DB account at your amount and choose your preferred payment method. Genau, einfach Sie können auswählen, mit welcher Methode wollen Sie die Einzahlung machen. Auch in der. Genau, wir haben die paar Optionen wie Master, Visa, PayPal, Giropay oder Sofort. Sofort ist der Online-Banking. Ich würde niemandem empfehlen, dass Sie benutzen Sofort, weil die Einzahlung wird ohne Probleme durchgehen. Wird nicht durchgehen? Nein, es wird nur mit der Sofort sehr einfacher, das zu machen. Deswegen, ich empfehle Ihnen. Aber natürlich, Sie können immer auswählen, was Sie wollen. Jetzt ja, aber du mir noch gar nicht sagen, was kann man bei Internetseite machen, aber schon Geld haben wollen. Nicht? Gut, muss ich mir sagen, kann ich Dogecoin kaufen, was muss ich bezahlen, was muss ich machen? Ich habe Ihnen schon gesagt, Sie können ja das natürlich kaufen. Ja. Danach, nach der Einzahlung, Sie würden noch einen Experte kriegen von unserer Seite und Sie würden weiter mit den Kollegen arbeiten. Die Kollegen würden auch mit Ihnen das alles weitermachen, wie Training. Customer Training, erklären alles. Das ist sehr gut, aber ich muss ja vorher wissen, wenn ich was kaufen, muss ich ja wissen, ist es gut, ist es nicht gut, ist es sehr gut. Wie viel Dogecoin kann man kaufen mit, ich habe jetzt mit meiner Frau reden, wir von Steuer Geld wieder kriegen von Angela Merkel, wir den Company Profit machen, wir 20.000 Euro nehmen, bei Currency nehmen. Und jetzt ist den Fragen, soll man Bitcoin nehmen, soll man Dogecoin nehmen, weil Dogecoin sehr günstig, da kann man sehr viele Dogecoin kaufen. Wir wollen Dogecoin kaufen. So. Du mir erzählen, ist der Dogecoin gut, ist der Dogecoin schlägt, ist der sehr gut oder sehr schlägt oder einfach nur eine Hund, right? Haben Sie recht. Ich habe schon überrechnet, Sie können ja 274.000 Dogecoin kaufen mit 20.000 Investitionen, was haben Sie gesagt? Und jetzt denke mal, das ist morgen vielleicht wieder 20-30% draufgekommen, dann kann man das verkaufen und dann mal gute Profit machen. Genau, da, Sie wissen schon, ja, haben Sie recht. Sie haben ja schon gesehen mit dem Bitcoin und der restlichen Kryptowährung in letzter Zeit, was ist ja passiert. Ja, ja. Ist ja unglaublich. Ich bei Twitter gucken. Elon Musk, right? Dogecoin to the moon, mother bitch, to the moon, sagen die alle. genau. Und die Dogecoin ist heute zum Beispiel 4,7% nach oben gegangen. So, das wissen Sie schon. Mit den 20.000, wie viel können Sie verdienen? Das ist sehr gut. Jetzt musst du mir sagen. Das für einen Tag 500 Euro, das ist nicht... Ja, das ist sehr viel Europa, weil du 500 Europa sind sehr viel Geld. Da kann man wieder mehr Dogecoin kaufen. Right? Genau. Und jetzt sage mir, das ist dein FXTB Trading Broker, dein Webseite, right? Genau. Also jetzt du deine Webseite geben und ich kann Dogecoin kaufen. Wie viel muss ich deine Firma bezahlt machen für Service? Bei uns müssen Sie nicht gar nichts zahlen. Wenn Sie investieren mehr als 10.000, dann Sie zahlen etwas oder so. Steuer und so weiter. Wenn Sie investieren mehr als 10.000, dann schon. Was aber denn? Jetzt wie viel denn? Gar nichts. Wenn Sie investieren 500 zum Beispiel jetzt, dann investieren Sie
Ich will ja richtig machen. Richtig. 20.000 Dogecoin und dann Feuer frei. Wie wir bei Kalkutta immer sagen. Wie Rammstein. Wenn ich wohne in Kalkutta. Ja, das können Sie auch machen. Ich sage ich Ihnen. Aber, nur, aber was muss man Steuer bezahlen? Zahlen Sie keine Steuer. Du hast eben gesagt, ab 10.000. Genau, 10.000. Aber nur wenn Sie... Ab 10.000, genau. Ja, aber ja. 20.000 ist mehr als 10.000, darum? Fragen? Genau, und deswegen, ich würde Ihnen empfehlen, zum Beispiel, dass Sie investieren 8.000 oder 9.000. Bandschut, und wenn ich danach nochmal das gleiche mache? Terry Markitsch? Genau. Das können Sie auch machen, und deswegen, oder Sie können auch andere Konto öffnen oder so etwas. Und einfach, also Sie können, ja, genau. Ja, und wenn Sie haben ein paar Kontos, dann müssen Sie die Steuer nicht zahlen. Aber ist das nicht Steuerhinterziehung? Ziege? Naja, nur bei den Investitionen über 10.000. Deswegen. Ja, aber wir können doch nicht Angela Merkel das Steuergeld wegnehmen. Die wird sehr weinen. Ja, das ist sicher, das 100%. Aber Angela Merkel ist ja gut. Gute Kanzler. Ja, mögen Sie Angela Merkel? Überall. Ja, ich schon. Weil nicht. Warum nicht? Können wir zusammen Nationalhymn singen für Angela Merkel? Nein, leider nicht. Ich bin ja Österreicher, deswegen. Österreich? Ja, genau. Ich bin jetzt Sebastian Kurz ist jetzt meine Favorite. Oh, der Kurz. Hat er einen kurzen oder hat er einen langen? Ei, leider, das weiß ich nicht. Und leider? Ich wollte ihm nicht fangen. Leider weiß ich nicht. No, kannst du ja. Musst du mal bei Twitter schreiben, vielleicht verraten. Naja, kann ich, aber leider das ist das Thema, welche brauche ich nicht zu wissen. Erzähle mir, Österreich, wo bei Österreich dein Firma kommen? Na, kommt nicht aus Österreich, sondern wir haben ja Office in Köln, in Deutschland. Ja, aber deine Firma bei Österreich an, wo ist Company, wo ist Linz oder wo? Nein, wir haben nicht, wir haben ja in Köln. In Köln ist Office, aber wo ist genau. Headquarter? Ich bin in Deutschland. Ja, wo ist Company Headquarter? Wo ist Company Headquarter? Wie meinen Sie? Wir haben hier Offices in Köln, wir haben viele verschiedene Offices über ganz Europa. Ja, aber wo ist Zentral? Wo ist Zentrale? Ja, genau, ist ja Kypros. Ist ja, aber was? Köln schon. Zypros auf Köln, okay, genau. Danke. Genau. Sie wissen schon. Ja, Zypros, die kleine Insel bei Köln. Genau. Sehr nee, gut. Nicht bei Köln. Du hast doch gerade gesagt. Ja, genau. Okay, dann müssen wir jetzt ja noch nach europäischen Gesetzen verlangt, ja Identitätsprüfung zur Steuerhinterziehungs- und Terrorismusprävention. Soll ich meinen Ausweis holen? Naja, Sie haben schon, wo haben Sie das gefunden? Weil Sie mussten ja mit der Ausweis das Konto verifizieren nach der Einzahlung, das ist richtig. Ne, das muss ich doch vorher machen. Das muss man vorher machen, sonst ist ja nicht gewährleistet, dass ich keine Schwarzgeldhinterziehung mache und es nicht bei Taliban bringen. Das haben Sie recht, aber ich weiß nicht, wie viel wollen Sie jetzt einzahlen? Ja, ich werde jetzt 9.999 nehmen. Ach so. Weil du gesagt ab 10.000 muss man Steuer geben. Und das will ich nicht machen. Genau. Aber sage mir dein Office bei Köln, richtig? Richtig. Ja, genau. Kannst du mir dann Handelsregisternummer geben? Leider, das weiß ich nicht. Kann ich jetzt fragen, aber. Ja, bitte fragen, weil das ist sehr wichtig. Ja. Und Finanzaufsichtsnummer. So, die Lizenznummer ist ja 272. Warte, nicht so schnell. 272? Okay. Ja, Strich 15. Ja, und jetzt Handelsregistereintrag?
Handelsregistereintrag? Das ist eine Handelsregistereintrag. Das ist eine 33-stellige Nummer, wenn du eine Firma bei Deutschland. Ja, aber das ist ja Lizenznummer für Handel und für diese. Ja, das ist ja keine Problem. Ich wollte nur Handelsregisternummer fragen. Jede Firma bei Deutschland hat eine Handelsregisternummer? So, einen Moment. So, Sie haben ja Live-Chat ganz rechts oben, das haben Sie schon gesehen. Warte, bitte? Sie haben ja schon geöffnet einmal diese Live-Chat ganz rechts oben. Live-Chat? Ja, genau. Und es wird lieber, wenn Sie können, dort fragen, weil diese Information habe ich nicht. Das ist aber kein Live-Chat, oder? Das ist ein E-Mail. Warte mal kurz. Sandeep. Nein, Live-Chat auf die Seite. Okay, wir probieren das mal eben. Hat einen Moment bitte. Ich hätte gerne das Handelsregisternummer von Ihrer Firma. Vielen Dankeschön. Vielen Dankeschön. Und dann mal gucken. Und dann mal gucken. Hallo? Hallo? Ja, bin ich da. Okay. Ja. So, haben Sie den Chat geöffnet? Haben Sie gefunden? Ja, muss mal gucken, Sie was die kommen. Ich zuerst, Elena genau, Dembosch Kaviar. Ich weiß nicht, leider, dass die andere Abteilung, die Kollegen, welche sind auf dem Chat und die Kollegen haben auch die Informationen. Sie können auch gerne auf Englisch oder Deutsch jetzt schreiben. Jetzt sind drei Leute schon bei Chat drinnen. Das ist ja hier wie bei Knuddels. Der will meine E-Mail-Adresse haben. Das so, ist, haben Sie geschafft? Ja, da ist Maxim Belenjaev. Das klingt alles sehr nach österreichischem Ministerium, right? Ganz genau. Weil wir haben ja mehrere Abteilungen, wie ich gesagt habe, über ganz Europa. Ja, wir arbeiten mit jedem Land, deswegen. Das glaube ich Ihnen. Ich glaube Ihnen, mit jedem Land arbeiten. Auch mit Nordkorea? Nicht Nordkorea, nein. Oh, nur einen Spaß machen, okay? Ja, so, Maxim, einen Moment sagen. Solange kannst du mir sagen, wenn ich jetzt so viel Dogecoin kaufen, ja? Mhm. Wann kann man denn das bei Post kommen? Muss ich das bei Bank abholen oder wie funktioniert machen? Ja, Sie kriegen, wenn Sie zum Beispiel einzahlen über Kreditkarte oder Partner, Sie würden die Auszahlung auch so haben. Zum Beispiel, wenn Sie haben Sie sich registriert und investiert, gestartet mit der Visa-Karte, Einzahlung gemacht, ja. Der Geld, was würden Sie sich auszahlen, wird auch zu dieser Kreditkarte zurückgeschickt. Natürlich, Sie können ja immer das wechseln, bei den Kollegen einfach Bescheid geben, überprüfen Ihre Konto. Okay. Und dann können Sie immer wechseln, zu welchem Konto wollen Sie die Auszahlung haben. Ja, aber ich will das ja bei Portemonnaie mitnehmen. Ja, genau. So, Maxim ist eingeschlafen, der kann mir keine Handelsregisternummer geben. Aber wir können ja so lange mal gucken. Benzo? Mhm. Ah, warte mal, was ist das, eine Lizenznummer, was du mir geben? Nur einen Moment, 272, glaube ich, durchstrich, ja, 272 durchstrich 15. Und das wo kann man das... 15 ist der Jahr. Okay. So, Sie können, Sie sind jetzt bei Forex Trading noch immer. Was? Jetzt kann ich dich nicht mehr hören. Hallo? Bist du noch da? Das ist jetzt deine Taktik, zu wegzugehen. Hallo? Paintshot? Hallo? Dann wollen wir mal gucken, was Maxim noch schreiben. Der ist typing. Maxim typing.
Sehr seriös. Ja, Connection Problem. Die haben mich gebannt. Ich sag dir, die mir rausschmeißen. Oh. And he's still typing the typing. Langsam glaube ich nicht, dass da noch was passiert. Reconnecting, die haben mich echt rausgeschmissen. So kann man es natürlich auch machen. Da fragt einer nach Handelsregisternummer wegen der Niederlassung in Köln, das auf Zypern liegt. Und dann wirst du rausgeschmissen, Chat wird beendet und ja. Vielen Dank, damit habt ihr euch selbst demaskiert, da brauche ich das Gespräch gar nicht weiter aufnehmen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wieder mal einer, der alles umgeht. Es ist so, die müssen die Identität überprüfen. Das machen sie natürlich erst nach der Einzahlung. Ist komfortabler für den Kunden. Ne? Und du siehst natürlich auch, das sind alles deutsche und österreichische Agenten. Maxim Beljaev und Elena Demboskaya, wie auch immer. Nichts gegen die Nationen oder so, aber es ist doch sehr, sehr, sehr verdächtig, dass das immer osteuropäische Namen sind, wenn man mit hochoffiziellen Stellen in Deutschland und Österreich spricht. Lasst euch nicht verraschen.